Ja, ne? Und da sind wir wieder, aus dem Schloss Hyrule raus. Yay! Dann würde ich sagen, red doch mal mit dem roten Leuen. Rote Leuen, was hast du sozusagen? Was müssen wir jetzt tun? Gut, alle Vorbereitungen sind getroffen. Komm an Bord und fahre denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Okay. Es gilt, deine Schwester aus der verwunschenen Bastion zu befreien. Verliere keine Zeit lang. Alles klar. Okay, na gut, da fällt mir jetzt nicht extra mit ihm reden müssen, ja. Aber gut. Egal. Dann mal wieder oben. Tuckern wir hier mal so ein bisschen raus. So eine schöne Umgebung hier, so in Farbe und alles. Ja, in Farbe ist halt alles viel hübscher als in Schwarz-Weiß. Wobei Schwarz-Weiß schon einen gewissen Touch hatte, aber ja, naja. Hat was, aber muss nicht sein. Muss ja nicht zwingend, nee. So, jetzt sind wir wieder an der Oberfläche und... Und Cutscene, keine Cutscene. Das Portal schließt sich hinter uns, naja, und das war's dann auch schon. Ja, jetzt können wir da erstmal wieder nicht mehr runter. Ja, es wäre schön, wenn du mich mal kurz rufen könntest. Ach ja, stimmt. Leider konnten wir dich hier unten nicht rufen, deshalb müssen wir das jetzt hier oben mal ausnahmsweise mal... Genau. Ausnahmsweise mal in der Episode machen, aber na gut. Was sein muss, muss sein. Ja. Verbindungsaufbau, denn da unten gibt es leider keine Karte und Tingle kann nur an Orten gerufen werden, wenn jetzt eine Karte gibt. Ja, dafür kannst du jetzt wenigstens mal wieder was tun. Genau. Wir waren ja so dermaßen lang da unten, ich konnte da unten nichts sprengen und so, also, ne? Tingle ist auf deinem Gameboy. Hallo, hier Tingle, bester Empfang auf See, nicht? Ich fühle mich irgendwie etwas schlapp heute Mittag, sagt Tingle. Tja, was Tingle die alles so Schönes sagt. Kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass ich jetzt erstmal wieder Tingles Fähigkeiten ordentlich ausnutzen werde, ja, weil ich jetzt endlich wieder was machen kann. So, wir wollten jetzt zuerst hier zur nördlichen Triangelinsel als allererstes, da weil wir da ein schönes kleines Extra aufheben können quasi. Genau, da können wir noch was einsammeln. La, la, und dafür brauchen wir den Wind aber erstmal nach Nordwesten. Ja, weil er leider nach Nordosten pustet, hören, das hilft uns da nicht so richtig. Boah, es geht doch schneller, wenn man in die richtige Richtung stellt. Ja. So, und auf geht's. Auf geht's. Yay. So, ne, dann gucken wir doch mal. Tingle Sea, was hast du zu sagen? Da ist etwas Hartes. Na, leider bist du schon an dem Harten vorbeigefahren. Ich glaube, er hat das Terry-Boot da geortet. So, was... Das Terry-Boot ist etwas Hartes? Anscheinend. Was haben wir denn hier? Der Swingle Seaver. Was haben wir denn heute zu verkaufen? Hier ist Swingle, bester Empfang. Alles klar, Lank? Ich habe leider nichts, das ich dir verkaufen könnte, Lank. Ruf mich doch ein andermal an. Okay, wenn er unsere Rubine nicht haben will. Wollte gerade sagen, gut, wenn Swingle uns nichts verkaufen will, dann halt nicht. Gehe ich halt wieder auf die Bomben zurück, na, recht. Ja. So, ja, da links neben uns ist noch das Sechsaugenriff, aber ich glaube, da können wir immer noch nichts machen. Nein, da müssen wir immer noch den nächsten Dungeon machen und dann können wir endlich was in diesen Riffen machen. Und da ist auch schon das, was wir hier haben wollten, Tornado. Der große Zyklon, in dem müssen wir dieses Mal tatsächlich reinfahren. In diesmal wollen wir ihn tatsächlich treffen. Wenn wir normalerweise da reinfahren... Da war los. Es blitzt. Es blitzt und donnert ein wenig, ja. Plötzlich. Dreistes Menschlein, dass du es wagst, sich unverfroren einem Gott zu nähern. Ein roter Frosch auf einer pinken Wolke. Ein Gott. Götter sind komisch in dieser Welt, scheinbar. Spüre den Zorn von Zyklos, des Gottes des Windes, und sei hinfortgetragen von meinem mächtigen Wirbelsturm. Ja, wenn wir es jetzt nicht schaffen, ihn rechtzeitig zu besiegen, dann werden wir in seinen Wirbelsturm hier gesogen und an einen von 8 zufälligen Orten auf der Welt gesetzt. Ja, das wollen wir allerdings nicht unbedingt, dass das passiert, also, ne? Wir hätten natürlich auch schon vorher mal hier reinfahren können, aber erst seitdem wir den Bogen haben, können wir ihn abschießen und damit diese wunderbare Cutscene herausbeschwören. Genau, wenn wir das mit irgendeinem anderen Item versuchen würden, das würde nicht funktionieren. Und wow, ist der riesig. Ja, das würde nicht funktionieren mit Bomben oder sowas. Okay, vielleicht ist er doch ein Gott. Von der Größe her. Wirklich imponierend, Junge. Schrumpf. Okay. Hi. Er ist doch angenehmer, glaube ich, mit dem zu reden. Ne? Ja. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Ja, ich habe zufällig irgendwo auf die pinke Wolke geschossen. Es war so schwer. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber du bist auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Ja, wird bestimmt sauschwer sein. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt bestimmt total undurchschaubar. Guck mal, da ist ein Schatz in der Mitte. Unten, rechts, links, oben. Ja, boah, das ist ja, ne? Hardcore. Unten, rechts, links, oben. Wie so ein Schimpanse. Wie so ein Schimpanse. Oh, ich hab was gesehen. Nachmachen. Wow. Diddle diddim. Ja, und mal du wieder ein neues Lied gelernt. Kanon des Sturms gelernt. Jawohl, ja, mit dem Kanon des Sturms haben wir jetzt eine sehr gute Bewegungsfreiheit auf der gesamten Karte. Wirklich imponierend. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wirbelstürmchen, okay. Wenn du also schnell wie der Wind das große, weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze.
Tja, ich mache mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Oh Mann. Oh Gott. Möge der Wind mit dir sein. Ja. Naja. Nun ja, ich würde sagen, heb doch mal eben den Schatz, den wir da gerade eben schon im Hintergrund gesehen haben. Ja. Und dann spielen wir mal unseren neuen Kanon des Sturms. Ja, jetzt wo wir den Turm der Götter durchgemacht haben, werden wir hin und wieder mal häufiger jetzt endlich Lieder lernen. Das hat ja vorher eine ganze Weile gedauert, bis wir endlich mal unser zweites Lied gelernt haben. Aber jetzt haben wir doch die Möglichkeit, mal ein paar Lieder zu lernen. Endlich. Sollte sich das doch endlich mal ein bisschen anziehen mit dem Liederlernen. Jawohl. Ja. Hier müsste etwa sein. Und wie viele Rubine werden drin sein? Ich sag 20. Und? Und schauen wir mal. Da. Oh mein Gott, das ist eine Truhe. Wir haben auch keine 2 Stunden gebraucht, um sie endlich aus dem Wasser zu heben. Unglaublich. Ja. Scheint das Wasser hier nicht ganz so tief zu sein. Ein roter Rubin. Jawohl. Haha, 20 grüne Rubine. Und ja. Ja, dann gucken wir mal kurz. Genau, schau mal kurz mit Tingle, ob du sonst irgendwas findest. Paar Fässer. Nee. Nee, kannst abhauen. Nix. Gut, dann benutzen wir uns auch mal unsere neue Melodie, um mal zu zeigen, was sie eigentlich so Tolles macht. Schön mit der Sonne im Hintergrund. Wunderhübsch lang. Wunderhübsch. Ja, ja. So, und jetzt sehen wir können uns ja an 9 verschiedene Orte teleportieren. Einen dieser 9 Orte kann man nicht erreichen, wenn man zufällig durch die Gegend gewirbelt wird. Ja, so. Weil wir von da aus nicht mehr wegkommen würden ohne dieses Lied. Deshalb, aber wir wollen erstmal noch Portemonnaie, weil wir jetzt da so ein paar hübsche Dinge tun können. Genau. Jetzt, wo wir schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind im Spiel und es auch nicht permanent Nacht ist. Ja, können wir jetzt wunderbar nach Portemonnaie wirbeln. Uns da einiges tun, wirklich einiges. Einiges. So. Los geht's, yay. Moment bitte, Ja. So, und da sind wir auch schon in Portemonnaie, lange nicht mehr hier gewesen, das aber eine doch schnelle Reisemöglichkeit hier. Ja. Schon viel angenehmer. Auch wenn es nur ein Feld war, aber es war trotzdem schneller als definitiv schneller als zu segeln. Ja, sehr eindeutig. Ja, willkommen zurück, Insel, auf der wir schon beim letzten Mal ziemlich viel Zeit verbracht haben. Diesmal werden wir wahrscheinlich genauso lang brauchen. Wahrscheinlich. Red nicht mit dem bekloppten Idioten hier. Ja, mit dem ich jedes Mal rede, wenn ich da hochrollen will, aber na gut. So, jetzt können wir endlich auch mal was mit diesem komischen Typen machen, der von einem Grabstein oder so tanzt. Ja, es ist irgendwie eine sehr merkwürdige Tagesbeschäftigung. Ja, aber na gut, reden wir mal mit ihm. Sieht auch nicht gerade nach Trauern aus, also ist eine wunderschöne Einstellung. Ja, ich hab gut mit ihm geredet. Dieser magische Tanz, mit dem man den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen kann. Die Schritte weiß ich, aber der Rhythmus will und will mir nicht einfallen. Okay, dann schätze ich mal, da wir so einen tollen Taktstock haben, mit dem wir Rhythmus anzeigen können, machen wir das doch einfach mal. Ne? Ding, 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 ding. Ganz toller Rhythmus. Ja. Tja, tja, boom, tja, tja, boom. Oh ja! Yeah. Genau das ist der Rhythmus. Na, dann kann's ja losgehen. Ja, genau das ist der Rhythmus. Dann schauen wir mal, welchen Rhythmus er jetzt benutzt. Also definitiv nicht der Rhythmus, den wir ihm gerade eben gezeigt haben, aber na gut. Bau! Was zur Hölle? Rechts. Rechts. Links. Links. Pause. 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 Wow! Ja, also wir haben definitiv einen anderen Rhythmus, aber das ist schön. Du hast die kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Hurra! Endlich noch ein neues Lied. Wundervoll. Ja. Ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es werde Nacht. Yay! 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 Bow! Ne? Ja. Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Vielleicht, weil du da 3 Takte Pause machst, bevor du dann unten endlich anzeigst? Ja, wahrscheinlich. Und toll. Weil wir den Taktstock des Windes haben. Wir sind die einzig wahren Meister über Tag und Nacht. Ja, ja, weil der Wind so viel mit Tag- und Nachtwechsel zu tun hat, vor allen Dingen. Ja, bestimmt. In irgendeiner verschrobenen Welt bestimmt. Naja, auf jeden Fall mit der Tag- und Nacht-Melodie können wir genau das machen, was er eben gesagt hat. Wir können den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen, was... Jetzt, wenn wir jetzt auf Präludien zurückgehen würden, könnten wir jetzt neben dieser tollen Vase stehen, die 200 Rubine bringt und Tag, Nacht machen und dann uns immer wieder 200 Rubine holen. Ja, und ja, ne, damit haben wir praktisch einen unendlichen Rubinvorrat, aber ich glaube nicht, dass wir den vorläufig brauchen werden. Man kriegt ja auch so relativ viele Rubine, wenn man das Spiel dann zu 100% spielt, wenn man sowieso alles erkundet. Ja, als nächstes wollen wir, glaube ich, zu dem Fotomacher-Typ nochmal rein. Ja, wir müssen ja überall hin. Wir müssen sowieso überall hin, aber da können wir eigentlich auch mal direkt hier rein. Fang einfach irgendwo an. Genau, fangen wir mal irgendwo an.
Aber was hast du zu erzählen? Schon seit meinen Jugendjahren beschäftige ich mich mit dem Bau von Fotoboxen. Wir haben doch schon mal mit ihm geredet, ne? Ja, ich glaube schon. Es ist mein Lebenstraum, die ultimative Box zu schaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Ich weiß gar nicht mehr, wer den damals gelesen hat. Würdest du gerne mein Assistent werden und mir bei meiner Forschung helfen? Ja, wollen wir. Oh ja, gerne oder nein, danke. Oh ja, gerne. Oho, ist das auch wirklich dein Ernst? Aber bitte mach dir keine Illusion, es ist ein langer Weg zum Assistenten. Okay. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen im Handumdrehen und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Okay, das versuchen wir doch mal. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das auch zu? Na und ob oder unschiss. Ja, na und ob. Ja, ne? Schön, so soll es sein. Wie war gleich wieder dein Name? Lang! Gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Okay, 3 Aufgaben. Und wenn du sie alle zu lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Lang. Boah, solch eine Ehre. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief. Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nee, noch nie gehört. Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihn seine Angehimmelte schon mit Körben überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Präsenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Wie redet der denn? Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem zu sehen ist, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Wäre es nicht sinnvoll, ihm einfach die 1000 Liebesbriefe hinzulegen, die er geschickt hat? Warum sollen wir jetzt eigentlich Leute stalken? Ich weiß nicht. Egal. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf dir solch eine Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Okay, ja, wir gehen also mal Leute stalken. Auf Anweisung. Ne? Irgendwie ist das merkwürdig. Das, um Fotografenassistent zu werden. Naja gut, wenn man Paparazzi werden will. Werden will, dann muss man auch stalken können. Ja, natürlich, um zu gucken, wie jemand einen Liebesbrief einwirft, wollen wir natürlich zum Briefkasten. Das macht irgendwie Sinn, glaube ich. Den Briefkasten haben wir, wie wir so wissen, da ist vorne. Da ist der Briefkasten. Oh, oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Vorsicht! Erwischt dich! Hopp! Das war knapp. Ja, dann müssen wir Verfolgungsjagd. Wir müssen jetzt Fotobox rausholen. Genau, wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal einen Platz in unserer Fotobox freimachen, denn ansonsten kannst du kein Foto schießen. Ja, Also lösche doch einfach mal das Bild von dem... von irgendwas. Das ist, das kann man eigentlich löschen. Das ist doch hübsch. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, aber gut. Ja. Wir brauchen nur einen Platz frei. Und so, jetzt müssen wir warten, bis hier irgendwann mal so ein Typ ankommt und dann gerade so einen Brief einwirft. Das kann eine Weile dauern. Ne? Ja. Hey! Ich kann vor allem, wenn Tingel schreit. Ich kann dich dabei nerven, indem ich einfach die ganze Zeit schreie. Ja. Und dich damit aus der Fotobox raushole, selbst wenn du es anvisiert hast. Haha! Oh, guck mal, halt das Tempo. Was ein schlechtes Anvisieren hier. Ja, gut. Das lauf weiter, Alter, lauf weiter. Ich hab Angst, wenn du da so stehst und mich anguckst. Verstecken uns auf der anderen Seite des Zaunes, sehr gut. Ich würde sagen, stell dich mal in eine ordentliche Position wieder. Ich weiß nicht, ob du den anvisiert bekommst, wenn der Typ da so rumläuft. Kommt der denn überhaupt angelaufen, wenn du die ganze Zeit nur da auf ihn wartest? Ich glaube ja. Na gut, dann hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Ja. Loadidadida. Leider kann ich auf meiner Tingelkarte keine Leute sehen. Ich habe auf meiner Tingelkarte halt wirklich nur eine Minikarte und, naja, halt wichtige Punkte eingezeichnet. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nachgucken, ob der Typ gerade ankommt oder nicht. Oh, guck mal, ich kann durch die Fotobox tingeln. Ja. Tingel, 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 tingel. Tingel, 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 tingel. ne? Jetzt bin ich auf einer viel zu hohen Ebene, jetzt sieht man mich einfach nicht. Oh, hinten ist ein Feenkordial. Ein Briefkasten der Orni, ob da wohl ein Brief drin ist? Da er nicht wackelt und uns nicht mit Guten Morgen vollschreien will, wahrscheinlich nicht. Vermutung liegt nahe, ja. Ja, das dauert leider immer eine ganze Weile, bis die Dinge passieren, die man, naja, will, dass sie passieren, ne? Ja, mit der Fotobox ist immer so eine, vor allem, also zumindest bei diesen ersten 3 Bildern, die man für ihn machen muss, dauert das leider eine Weile. Ladidadida. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn?
Ich mache es ja normalerweise immer so, dass ich immer durch die Stadt laufe und gucke, wann er endlich ankommt, um ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen. Aber ja, eigentlich könnte man auch mal gucken, wo er denn ist. Da ist er auch. Na gut, da ist er auch schon. Ah! Jetzt lass dich bloß nicht von dem Kerl erwischen. Ah, gut, wir haben genau lang genug gewartet und dann visier doch mal wieder die Box an, denn da kommt er. Da kommt unser Stalking-Opfer. Ja. Gut, alles im Bild. Ist die Tat auch im Zentrum des Bildes? Oh, 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 ob das so richtig war. Ob das nicht zu spät war, ich hoffe mal nicht. Wir hoffen mal, es reicht. Ansonsten werden wir, glaube ich, dann das nächste Mal die Wartezeit etwas verkürzen müssen. Ja, werden wir. Definitiv werden wir. Oh mein Gott, die kleinen Sträuche. Nein, die ganz kleinen Sträuche vor allen Dingen. Ja. Gut, dann reden wir doch mal mit unserem neuen Meister. Mentor. Mit dem Stalking-Meister von Portemonnaie. Und geben ihm das Lichtbild. Nein, das ist leider noch nicht das Wahre. Es tut mir leid, aber die Aufgabe hast du noch nicht bestanden. Versuch es nochmals. Ja, ich hab's befürchtet. Ja. Und vergiss die Grundlagen der Fotografie nicht. Du darfst dein Motiv weder zu groß noch zu klein ablichten. Es muss eben einfach genau passen. Ja, Fotos machen in diesem Spiel ist eine Aufgabe, die ja etwas nervtötend ist. Und vor allem bei bestimmten Sachen. Ja, jetzt musste er hier einmal komplett durch die ganze Stadt laufen und der ist leider nicht besonders schnell. Nee, kletter doch mal bitte oben auf die Brücke über den Briefkasten. Ich glaube, von da kannst du ein viel besseres Foto machen. Von da habe ich das Foto damals immer gemacht, hatte ich noch nie ein Problem mit. Ich habe es nie versucht, den so von hinten zu fotografieren. Da würde Professor Eich sich auch beschweren, wenn du ein Foto von jemandem von hinten machst und versuchst abzugeben. So, ja. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Genau. Dann warum bin ich hier hochgeklettert? Na egal. Das weiß ich nicht, aber ist wunderbar gewesen. Dann versuch dich doch mal da oben zu positionieren und ja, geh noch ein bisschen näher ran, damit du da vorne nicht die Kante drauf hast. Genau, wunderbar. Mhm. So, und dann visier den Briefkasten doch nochmal an. Genau, am besten du zoomst vielleicht auch noch ein bisschen näher ran, ja, ein bisschen weiter weg. Ein bisschen näher ran, jawohl, ein bisschen weiter weg. Ja, noch ein bisschen weiter. Weg. Ja, perfekt. Ja. Okay. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn der Kerl angetrabt gekommen ist und wie wir das Foto schießen. Bis dahin. See ya. Tschüss.